Eine ganze Woche lang 7 verschiedene Sprint to Glories in 6 unterschiedlichen Ligen und damit begrüße ich euch recht herzlich zum wohlmöglich aufwendigsten Projekt, welches es jemals auf meinem Kanal gegeben hat. Ich dachte mir nämlich, in der Zeit, in der ich mich im Urlaub befinde, denn wenn diese Woche hier startet, sitze ich wahrscheinlich schon im Flieger, der mich in meinen wohlverdienten Urlaub nach 6 Jahren mal wiederbringen wird. Also das ist echt schon eine verdammt lange Zeit und ich dachte mir, in dieser Woche will ich, was die Videos angeht, irgendwas richtig, richtig krasses raushauen und dann bin ich irgendwie, keine Ahnung wie, auf die Idee gekommen, eine Sprint-to-Glory-Woche zu machen und vor allen Dingen dafür, dass wir das Ganze hier nicht mit irgendwelchen Top-Teams machen, sondern auch teilweise mit relativ kleinen Vereinen, ist das Ganze, was den Zeitaufwand angeht, relativ aufwendig. Ich werde wahrscheinlich irgendwie am Ende mal erwähnen, wie viele Stunden ich für alle Sprint-to-Glories an sich aufgenommen habe. Ich will es gar nicht wissen. Ich schätze mal, wahrscheinlich über 20 kommen da wahrscheinlich schon gut rum. Deswegen würde ich mal sagen, fackeln wir gar nicht lange rum. Wir starten heute rein am ersten Tag in die allererste Sprint-to-Glory dieser Woche. Es ist schon mal eine, die es auf alle Fälle ganz schön in sich hat und einiges an Zeit brauchen wird, denn am heutigen Tag, am ersten Tag der Sprint-to-Glory-Woche, starten wir rein mit keinem geringeren Verein als Werder Bremen. Ein Verein, der vor über 10 Jahren noch zur Elite Deutschlands gehört hat, dann aber über die Jahre hinweg immer mehr und mehr nach unten abgerutscht ist, dann gab es auch Jahre, wo man gegen den Abstieg spielen musste, dann wiederum Jahre, wo es besser lief, aber man es leider nicht schaffen konnte, ins internationale Geschäft wieder reinzukommen. Das soll sich ab dem heutigen Video ändern. Wir wollen ins internationale Geschäft und wir wollen am Ende dieses Videos irgendwie hoffentlich die Champions League gewinnen. Falls ihr die ganze Aktion dahinter feiert, würde es mich wirklich mega freuen, wenn ihr auf die heutige erste Sprint to Glory mal richtig mit dem Like-Button eskalieren könntet. Ich gebe jetzt einfach mal keine Like-Anzahl an, mich würde es zwar freuen, sagen wir mal, wenn jedes Sprint to Glory 3000 Likes packen würde, aber vielleicht eskaliert er sogar noch mehr, deswegen einfach mal keine Like-Anzahl, eskaliert einfach mit den Daumen, wenn ihr die ganze Aktion feiert. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr sehr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts weiteres mehr zu verpassen und damit würde ich sagen, starten wir rein in das Ganze und wie gesagt, wir haben einiges an Zeit vor uns oder einiges an Saisons und ja, ich laber schon wieder absolute Scheiße. Wir starten auf alle Fälle rein in das Ganze. Die Mannschaft, die wir zum Start der Karriere haben, die ist auf alle Fälle ganz ordentlich. Wir haben hier sogar einige Lichtblicke, würde ich mal sagen, einige 80er Ratings, dazu zählen Max Kruse oder auch Pavlenka. Aber an sich, würde ich mal sagen, haben wir hier nicht viel mehr als ein, würde ich mal sagen, überdurchschnittliches Bundesliga-Team. Um den Kader zu verbessern, haben wir ein Transferbudget von knappen 15 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist auf alle Fälle ganz ordentlich, aber damit kann man jetzt auch keinen Lionel Messi holen. Außerdem dazu habe ich jetzt mal einige Namen auf die Transferliste getan, auch Topspieler unter anderem wie Max Kruse, weil die schon im Jahr Richtung 30 Jahre gehen und einiges an Geld noch einbringen würden und das ist wahrscheinlich so der letzte Moment, wo man die wahrscheinlich noch für den vollen Wert verkaufen kann. In echt verlässt Zlatko Junuzovic Werder Bremen ablösefrei. Hier in der Karriere haben wir es tatsächlich sogar noch geschafft, 17 Millionen Euro für den Kapitän zu erhalten. Oder ist er überhaupt Kapitän? Nee, ist er nicht. Kruse ist Kapitän, stimmt. Als nächstes verkaufen wir Niklas Moisander innerhalb der Liga an Eintracht Frankfurt für knappe 7 Millionen Euro. Auch Finn Bartels verlässt Werder in Richtung Schalke für satte 13 Millionen Euro. Also bisher muss ich sagen, bin ich mit den Verkäufen ziemlich zufrieden. Ein erster Transfer wird dann auch endlich mal von uns getätigt. Mit Carles Alenia vom FC Barcelona B für 13 Millionen Euro holen wir den Nachfolger von Junuzovic. Und auch für die Innenverteidigung kommt ein neuer Spieler zu Werder Bremen. Mit Malang Sarr kommt ein Innenverteidiger mit verdammt viel Potenzial für 11 Millionen Euro an die Weser. Und ein weiterer Spieler ist im Anmarsch, ein Megatalent für den linken Flügel mit Justin Kluivert. 12 Millionen Euro kostet der gute Mann, 75er Rating sollte er haben und dazu noch ein 86er Potenzial. An der Stelle vom sowieso verletzten Theodor Gebrselassie kommt ein neuer Rechtsverteidiger an die Weser zu Werder Bremen mit Joe Gomez vom FC Liverpool. 13 Millionen Euro ist tatsächlich die Eintracht aus Frankfurt bereit für Florian Kainz zu bezahlen. Das ist eigentlich ganz ordentlich, würde ich sagen, vor allen Dingen, da wir sowieso mit Kluivert unsere neuen Linksflügelspieler geholt haben. Um die Breite des Kaders nochmal ein bisschen zu verstärken und weil er auf beiden Flügelpositionen spielen kann, holen wir ebenfalls vom FC Barcelona B vielleicht den nächsten Neymar mit Vitinho. Für marktwertgerechte 5,6 Millionen Euro verlässt Philipp Bargfrede den Verein in Richtung Hoffenheim. Auch Drobny verlässt den Verein zu Fortuna Düsseldorf für 240.000 Euro. Und da bezahlt doch tatsächlich PSV Eindhoven die Freigabesumme von Luca Caldirola von 7,1 Millionen Euro. Philipp Bargfrede hat tatsächlich einen Wechsel zu Hoffenheim abgelehnt. Vielleicht gefällt es ihm ja in St. Petersburg in Russland besser. Am Deadline Day holen wir, wie ich finde, nochmal einen richtig interessanten Spieler mit Awa, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, von Olympique Lyon. Hat ein 75er Rating, ein 88er Potenzial und ich glaube, der gute Mann könnte auf alle Fälle die Zukunft hier bei Werder Bremen sein.
Einen letzten Deal am Deadline Day muss es dann aber noch geben. Wir holen Mark Oliver Kempf zur Breite der Innenverteidigung für 4,1 Millionen vom SC Freiburg mit einem 74er Rating. Dazu nun, glaube ich, knapp ein 80er Potenzial. Geht das auf alle Fälle klar. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber auf alle Fälle in Ordnung. Und damit beenden wir tatsächlich die erste Transferphase in dieser Sprint to Glory mit Werder Bremen. 7 Spieler haben wir am Ende geholt. Dazu unter anderem einen wie Kluivert, Alenia, Saar, Gomez und so weiter und so weiter. Also ihr habt die Transfers ja gerade gesehen. Bin ich zufrieden? Ich würde mal sagen, ja, auf alle Fälle. Also das war eine ziemlich gute Transferphase. Anstelle von Alenia kann jetzt hier auch Awa, wie auch immer, in die Startformation rein. Ich würde sagen, ich bin auf alle Fälle zufrieden. Wir haben, finde ich, die Breite auf alle Fälle gut verstärkt. Ich finde, wir haben die Startformation jetzt vielleicht vom Rating her nicht viel besser gemacht, aber vor allen Dingen vom Potenzial her deutlich besser gemacht. Und ich denke und hoffe vor allen Dingen mal, dass sich das Ganze dann in der Zukunft auf alle Fälle rentieren wird. Ich würde mal sagen, wir verlieren jetzt nicht allzu viel Zeit und gehen ein allererstes Mal in die Kalendersimulation rein und sehen uns dann im Januar 2018 wieder. Na dann, wollen wir mal schauen. Januar 2018, ich bin gespannt, wie sich die Talente so bisher geschlagen haben. 90er Manager-Rating, ich glaube, da sollte man sich nicht zu viel einbilden drauf. Wir sind 9. Okay, das ist in Ordnung. Das ist auch, glaube ich, für Werder Bremen-Verhältnisse genau das, was man will. Mittelfeldplatz, 9. ist sogar über Mittelfeld, würde ich sagen. 22 Zähler, einer nur hinterm 6. Platz. Also da geht auf alle Fälle sogar noch einiges. Vorne haben wir Hoffenheim, gefolgt von Frankfurt, Bayern nur auf der 3, dann Hertha, Köln und Freiburg. Also ich denke mal, hier in dieser Tabelle kann noch einiges passieren. Im Pokal sind wir auch tatsächlich im Viertelfinale. Da geht es ran gegen den ersten FC Nürnberg. Also da sieht es auch nicht mal so schlecht aus. Und sonst, wie sieht denn die Mannschaft so zur Saisonhälfte aus? Von den Ratings her hat sich mal wieder ein bisschen was getan. Wie man sehen kann, Kluivert auf einer 77. Alle haben sich hier, würde ich mal sagen, relativ ordentlich weiterentwickelt. Auch Awa mit einer 77. Gomez mittlerweile sogar schon mit einer 75. Alenia mit einer 76. Also, ich bin auf alle Fälle zufrieden zur Saisonhälfte. Da haben wir auch den ersten Verkauf der Wintertransferphase. Für 4,5 Millionen wechselt Aaron Johansson zum FC Augsburg. Auch Robert Bauer verlässt Werder Bremen. Für 7,7 Millionen geht es ebenfalls zu Zenit St. Petersburg. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie gefällt scheinbar Zenit St. Petersburg, was sie hier bei Werder Bremen sehen. Denn sie kaufen den nächsten Spieler von uns, Maximilian Eggestein, geht für 15 Millionen Euro ebenfalls nach Russland. 15,5 Millionen Euro für Velkovic. Bezahlt tatsächlich Leicester City und ich glaube dafür, der hat zwar auch ein bisschen Potenzial, auch ein 76er Rating, aber ich glaube für dieses Geld kriegt man bestimmt einen besseren Innenverteidiger. Wenn du die Weltklasse noch nicht hast, dann musst du die Weltklasse halt zu dir holen. Da sich der Vorstand einfach mal satte 4 Millionen von 15,5 eingesteckt hat, bin ich leider nicht ganz in der Lage dazu, die Spieler zu holen oder die Art von Spieler zu holen, die ich holen wollte. Aber dennoch muss ich sagen, bin ich mit Thilo Kehrer ziemlich zufrieden. Damit endet also mal wieder eine weitere Transferphase mit Werder Bremen, Alaba Spieler des Monats geworden. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute zum Geburtstag. So, Max Meyer kommt jetzt hier also ins zentrale Mittelfeld, in die Innenverteidigung. Kommt hier Thilo Kehrer mit einem Rating von 77. Glaube ich, haben wir hier relativ wenig falsch gemacht. Sonst, glaube ich, kann man sagen, dass man auf alle Fälle mit der Transferphase relativ zufrieden war. Und damit würde ich sagen, auf ein weiteres Mal in die Kalendersimulation. Wir sehen uns zum Ende der Saison im Juni 2018 wieder. Die erste Saison ist vorbei, wir sind im Juni 2018 und jetzt mal der kurze Blick auf alle Wettbewerbe. Ligaziel erreicht, das heißt, wir sind wahrscheinlich, ich habe irgendwo im Mittelfeld gelandet, 11. Platz, ist in Ordnung, würde ich sagen. Für die erste Saison 44 Punkte geholt, das ist, glaube ich, würde ich mal sagen, jetzt nichts Besonderes, aber auch nichts wirklich Schlechtes. Meister ist Hoffenheim geworden vor Bayern und Bayern 04 Leverkusen. Ich schätze mal, im Pokal sind wir sind im Viertelfinale gegen Nürnberg ausgeschieden und Nürnberg hat sogar den Pokal gewonnen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Nürnberg rettet sich einfach mal im Elfmeterschießen gegen Gladbach im Halbfinale und gewinnt das Ding auch noch im Elfmeterschießen gegen die Bayern. Die Mannschaft sieht zum Ende der ersten Saison folgendermaßen aus, hat sich natürlich noch wieder ein bisschen was getan, was die Ratings angeht. Kluivert mit einer 79, Rashica mit einer 77, Meier mit einer 81, dann haben wir Saar mit einer 76, Gomez mit einer 76, Alenia mit einer 77, kann man auf alle Fälle so machen, ne? So viel dann auf alle Fälle zur ersten Saison, ich würde mal sagen, wir fackeln wir mal nicht lange rum und gehen auf in Saison Nummer 2. So, dann starten wir mal rein in die zweite Runde hier mit Werder Bremen in der Sprint to Glory. Die Mannschaft wird sich hoffentlich noch ordentlich weiterentwickeln und wir haben ein Transferbudget von 16 Millionen Euro. Das ist, glaube ich, genauso viel wie in der letzten. Der erste Verkauf der zweiten Saison. Fallo Diakne kehrte von der Leihe zurück und wird den Verein direkt wieder verlassen für 3,2 Millionen Euro. 28 Millionen Euro für Thomas Delaney. Die englischen Vereine rasten mal wieder komplett aus. In diesem Fall ist es der FC Everton. Und jetzt zahlt auch noch der FC Valencia 45 Millionen Euro für Justin Kluivert. Was zum Teufel geht hier bitte gerade ab? Auch Theodor Gebrselassie verlässt den Verein für marktwertgerechte 4,3 Millionen Euro zum FC Middlesbrough.
35 Millionen Euro für unseren Keeper, für Jiří Pavlenka, das könnte vielleicht ein Fehler gewesen sein. Aber ich meine, 26 Jahre alt, so viel Potenzial nach oben hat der gute Mann nicht. Deswegen vielleicht kriegen wir mit 35 Millionen besseren Keeper, vor allen Dingen einen mit mehr Potenzial. Zwei neue Spieler für die Flügelpositionen kommen zu Werder Bremen für den linken Flügel als Ersatz. Für Justin Kluivert kommt Richarlison vom FC Watford für 25 Millionen Euro mit einem Rating von 79. Und für den rechten Flügel kommt Amina Arid vom FC Schalke 04 mit einem Rating sogar von 80 und das für gerade mal 24 Millionen. Wir holen einen weiteren Spieler für die Innenverteidigung. Dayo Upamecano kommt von RB Leipzig mit einem 78er Rating, würde ich mal sagen. Marktwertgerecht 17,5 Millionen bezahlt. Potenzial ist, glaube ich, noch ein bisschen besser als das von unseren jetzigen Innenverteidigern. Also ich glaube, auch hier wieder nichts falsch gemacht. Ich habe noch nie von dem guten Kollegen hier gehört. Amad Ndiaye Diétio hat ein 87er Potenzial, startet in den Karrieremodus rein mit einer 74, hat derzeit ein 76er Rating und ist für 19,6 Millionen unser neuer Backup-Stürmer. Ja, Max Kruse verschlägt es auch nochmal zum Ende seiner Karriere zu einem Top-Verein in eine Top-Liga. Es geht in die Premier League zum FC Chelsea für 24 Millionen Euro. Auch unser neuer Keeper ist natürlich gefunden. Wir gehen wieder in Richtung absolute Top-Talente und holen da Alban Lafort vom FC Toulouse mit einem 79er Rating und einem 89er Potenzial. Holen wir hier das beste Torwarttalent, welches es im FIFA 18 Karrieremodus gibt für das Alter und das Rating und so, ne? Für 7,5 Millionen Euro verlässt Jerome Gondorf ebenfalls den Verein. 22 Millionen Euro für Ludwig Augustinsson, das ist tatsächlich der FC Southampton bereit zu bezahlen. Eigentlich wollte ich einen krassen Stürmer holen, aber wie man hier sehen kann, ne, das hat halt dann leider nicht so ganz funktioniert, weil die meisten Vereine Unsummen für ihre Spieler verlangen, die noch nicht mal irgendwelche 80er-Ratings erreicht haben. Deswegen lassen wir einfach mal den Stürmer mit dem ultimativ langen Namen Diétio als unseren Stammstürmer und holen dafür einfach Jan Fiete Arp vom absolut gehassten Rivalen vom HSV als Backup dafür. Für 72er Rating, hat einen Marktwert von 6,5 Millionen, wir haben nur 5,9 bezahlt. Ein neuer Spieler für die Breite im zentralen Mittelfeld kommt mit Salih Özcan vom 1. FC Köln, hat ein Rating von 72, wir haben 8 Millionen bezahlt, ja. Das war es an der Stelle mal wieder komplett. Der Satz für Augustinsson ist einer der 80 Milliarden Mendys auf dieser Welt. Diesmal einer von Olympique Lyon, der eben Linksverteidiger ist, kommt für 15 Millionen Euro, hat ein 78er Rating, relativ ordentlicher Transfer. Und der wahrscheinlich erstmal letzte Transfer für diese Sommertransferphase, Florian Neuhaus, kommt von Borussia Mönchengladbach für 12 Millionen Euro. Und so viel dann auf alle Fälle dazu. Cool, wir waren bisher die einzige Mannschaft, die gespielt haben und haben einen Spieler des Monatspreis erhalten. Das nennt man Fairness auf alle Fälle. Arid hat den Preis bekommen. Ich glaube, die Transfers waren sehr, sehr gut. Für die Innenverteidigung Upamecano, für die Flügel Richarlison und Arid. Dann eben auch noch der Typ mit dem unglaublich langen Namen im Sturm. Also ich glaube, wir haben auf alle Fälle transfermäßig hier einiges richtig gemacht. Vielleicht Özcan ein bisschen überbezahlt, aber ne, kann halt passieren. Ich meine, wenn man die Werte halt meistens nicht kennt, dann kann sowas eben deutlich eher passieren, als wenn man sie kennt. Und so viel dann dazu. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Transfers. Ich hoffe, dass wir hier in dieser Saison vielleicht um einen internationalen Platz kämpfen. Das ist tatsächlich auch schon unser Ziel und das in der zweiten Saison gerade mal. Aber mal gucken. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Wir springen rein in die Kalendersimulation und auf zur Saisonhälfte. So, dann wollen wir mal schauen. Januar 2019, ich bin gespannt. Ich habe ja, wie gesagt, Hoffnungen. 90er Manager-Rating, relativ wenig Aussagekraft, weil das schon von Anfang an, schon zum Start der Saison absolut hoch war. Wir sind derzeit in der Tabelle 7. Okay, das ist in Ordnung. Wir kämpfen auf alle Fälle ums internationale Geschäft. Leider ist der Abstand nach hinten relativ gering. Das heißt, wenn du mal zwei Spiele verlierst, bist du relativ schnell auf dem 12. Platz. Aber wir sind auf alle Fälle dran an einem Europa-League-Platz. Wenn wir den erreichen würden, wäre das Ganze schon ziemlich nice. Im Pokal ebenfalls noch vertreten. Viertelfinale, da geht es ran gegen den FC Schalke 04. Und die Mannschaft sieht zur Saisonhälfte folgendermaßen aus. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. 81er Rating von Arid, 78 vom Typen mit dem langen Namen. Dann haben wir Richarlison mit einer 79, Alenia mit einer 78, Awa 79, Meyer 83, dann haben wir Upamecano 79, Lafort sogar mittlerweile mit einer 81, also ich bin auf alle Fälle zufrieden. Ne? Der erste Verkauf dieser Wintertransferphase sind 7,5 Millionen Euro, die wir für Sebastian Langkamp erhalten. Sehr nice. Wir brauchen übrigens noch einen neuen Backup-Keeper und anstatt sich einfach Luca Plockmann hochzuziehen, was ja eigentlich gehen würde, müssen wir ihn uns tatsächlich kaufen. Für 800.000 Euro holen wir Luca Plockmann von Werder Bremen 2. Und ein neues Backup für die Rechtsverteidigung gibt es ebenfalls mit Clement Michelin, der aus Frankreich kommt, vom FC Toulouse, 7 Millionen bezahlt, 7,5 Millionen Euro Marktwert, da kann man sich nicht beschweren. So viel dann auf alle Fälle zu dieser Wintertransferphase in der zweiten Saison. Ich würde mal sagen, viel war jetzt auch nicht nötig. Die Mannschaft ist in der Breite und auch von der Startaufstellung her ziemlich gut aufgestellt und ich denke mal, ein internationaler Platz ist das Ziel und das ist auf alle Fälle auch zu erreichen. Damit würde ich sagen, auf in die Kalendersimulation. Bis zum Ende der Saison sehen wir uns gleich wieder.
So, die Saison ist vorbei. Jetzt natürlich die große Hoffnung. Haben wir es ins internationale Geschäft geschafft? Manager Rating 92 und das heißt, Werder Bremen ist am Ende der Saison Fünfter geworden. Dennoch für mich nicht gerade, ja, es ist natürlich passabel, fünfter Platz geworden, aber Mainz auf der 4, da wäre sogar ein Champions League Platz eigentlich drin gewesen. Deswegen dennoch aber, wir kraxeln uns langsam aber sicher immer mehr hoch und hoch und sind jetzt eben Fünfter geworden und damit nächste Saison Europa League. Die Mannschaft sieht zum Ende der zweiten Saison folgendermaßen aus. Also wir gehen langsam aber sicher auf eine komplette 80er Mannschaft drauf. Da sind eben noch Gomez und Kehrer, die ein 78 bzw. 79er Rating haben. Sonst jedes Rating in der Mannschaft tatsächlich mindestens 80. Also das kann sich, würde ich mal sagen, ziemlich gut sehen lassen. Ne? Sonst auch in der Breite des Kaders bin ich ziemlich zufrieden. Also ich würde sagen, die nächste Saison kann kommen. Europa League hoffentlich mit ein bisschen mehr Budget. Also das wäre so eine kleine Hoffnung von mir. Aber ich glaube, ja, da wird nichts drin sein. Aber naja, bisschen Optimismus gehört natürlich dazu. Und damit würde ich sagen, auf in Saison Nummer 3. So, das erste internationale Jahr. Und ich sehe sogar tatsächlich, wir sind in der Champions League Qualifikation. Das müsste heißen, dass wahrscheinlich ein deutscher Verein, ich schätze mal, es ist Bayern München geworden, die Champions League gewonnen hat, denn dadurch wird eben auch der fünfte Platz für die Champions League qualifiziert, beziehungsweise ist eben der Platz, der in die Playoffs kommt und das sind dann eben wir geworden. Für die dritte Saison haben wir ein Transferbudget von 26 Millionen Euro. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Die Mannschaft an sich ist ja schon relativ gut, aber na, 26 Millionen, ob man damit jetzt hier den krassen Neuzugang tätigen kann, weiß ich jetzt nicht. 73 Millionen Euro für die Weltklasse für Maximilian Mayer bezahlt tatsächlich RB Leipzig. 84er Rating, 38 Millionen Euro Marktwert. Ich bin vollkommen zufrieden. 13 Millionen Euro für Marc-Oliver Kempf. Das bezahlt die Eintracht aus Frankfurt. Relativ in Ordnung, würde ich sagen. 4 Millionen haben wir den, glaube ich, geholt. Für 4 Millionen geholt und jetzt 13 Millionen verkauft. Geht auf alle Fälle fit. Meyers Ersatz ist vielleicht nicht so ganz Weltklasse wie Maximilian Mayer. Hat aber mehr Potenzial. Ein Rating weniger. Gerade mal 43 Millionen Euro gekostet. Dani Ceballos. Für 44 Millionen Euro hingegen holen wir uns einen ersten richtigen Kracher für die Innenverteidigung mit Jonathan Tah, 84er Rating, 44 Millionen hat er gekostet, kommt vom BVB. Für Upamecano war das Abenteuer Werder Bremen kein langes, denn er verlässt uns bereits nach einer Saison wieder für 45 Millionen Euro zu Bayer 04 Leverkusen. Und auch Malang Sarr verlässt den Verein für 19 Millionen Euro zu Girondeau Bordeaux. Der Ersatz für Upamecano kostet 21 Millionen Euro weniger, hat ein gleiches Potenzial von 88 oder ich weiß nicht, hat Upamecano ein Potenzial von 88? Hat auf alle Fälle ein Potenzial von 88, ein 80er Rating genauso wie Upamecano und kostet, wie gesagt, eben einiges an weniger Geld. Lennart Thiem wird verkauft. 4,5 Millionen Euro ist Union Berlin bereit zu bezahlen und das werden wir natürlich annehmen. Und als Ersatz für Malang Sarr kommt ein weiterer Franzose, Issa Diop vom FC Toulouse, ebenfalls mit einem 80er Rating. 22 Millionen hat der gute Mann gekostet. Am Deadline Day wurden nochmal 718 Millionen Euro in den Pool geworfen für neue Spieler und ja, ich würde mal sagen, wieder mal eine ordentliche Transferphase haben wir hier hinter uns gebracht mit den Verkäufen. Ceballos dazu bekommen, Tah, Mamana und so weiter. Also auch wieder an der Breite des Kaders finde ich noch ein bisschen verstärkt. Und ich denke mal, diese Saison sollte wieder eine sein, wo wir auf alle Fälle internationales Geschäft erreichen müssen. Wir spielen übrigens in der Champions League Gruppe mit Salzburg, Chelsea und Porto. Könnte man auch vielleicht mit ganz viel Glück weiterkommen. Und damit würde ich sagen, auf in die Kalendersimulation zum Januar 2020. So, Januar 2020, dann wollen wir mal schauen. Manager-Rating von 72 sieht nicht so gut aus, aber okay, wir sind Fünfter. Ganz ehrlich, keine Ahnung, woher das 72er Manager-Rating kommt. Wir sind mal wieder im internationalen Geschäft dabei, kämpfen auf alle Fälle um die Champions-League-Plätze. Vor uns Schalke, Wolfsburg, Bayern und Köln, hoffentlich rutschen die noch ab, dann wären wir Vierter und damit wäre ich komplett zufrieden. Im Pokal diesmal tatsächlich nicht im Viertelfinale, da sind wir nicht mal ins Achtelfinale gekommen, also wahrscheinlich in der ersten Runde ausgeschieden. Und in der Champions League haben wir es leider auch nicht ins Achtelfinale geschafft. Sehr, sehr bitter. Da sind wir in unserer Gruppe wahrscheinlich nur Dritter geworden. Wir hatten aber auch nicht gerade die einfachste Gruppe. Und Salzburg wird Zweiter. Ja, okay, gut, dann war es doch scheiße. Dann ist es doch absolut unverständlich. Die Mannschaft sieht zur Saisonhälfte folgendermaßen aus. Da haben wir Arid mit einer 83, Diedio mit einer 81, Awar mit einer 81, Alenia mit einer 82, Ceballos mit einer 85, Gomez mit einer 79, Tah mit einer 85, Mamana mit einer 81, Mendy mit einer 82, Lafond mit einer 84. Das geht auf alle Fälle klar. Das geht auf alle Fälle fit. Mannschaft sieht nicht schlecht aus. Der erste Verkauf dieser Wintertransferphase, 28 Millionen Euro, zahlt Leverkusen für Milo Rashica. Und auch Johannes Eggestein verlässt den Verein für 15 Millionen Euro. Der hat sich nämlich im Hintergrund irgendwie immer weiterentwickelt, hat mittlerweile ein 74er Rating und ja, wird jetzt für 15 Millionen Euro verkauft. Oder Eggestein wird doch nicht verkauft, weil, ja, FIFA 18 Karrieremodus und Verhandlungen, ich liebe sie.
Für 21,4 Millionen Euro holt sich Newcastle United unseren Thilo Kehrer. Diesmal vielleicht ein anderer Verein für Eggestein. Vielleicht ist es ja Union Berlin, die 15 Millionen Euro für ihn sogar zahlen. Und anstatt irgendein Backup für die Flügelposition zu holen, holen wir uns einen neuen, besseren Linksflügelspieler mit Mikel Oyarzabal vom FC Chelsea. Um den Kader dann ebenfalls nochmal so ein bisschen in der Breite zu verstärken, holen wir Dragowski und Sergio Gomez, beide nicht für wirklich viel Geld. Der eine für 5, der andere für 8 Millionen. Und ich denke mal, für die Breite des Kaders sind beide auf alle Fälle nicht schlecht. So viel dann auf alle Fälle zu dieser Transferphase. Wir springen rein in die Kalendersimulation. Die Mannschaft sieht dann zum jetzigen Standpunkt, Zeitpunkt folgendermaßen aus. Eben noch hier ein bisschen in der Reserve was getan, damit wir auch einige Spiele haben. Dazu jetzt auch mal ein halbwegs ordentliches Backup für die Torhüterposition erstellt vom Flockmann mit Dragowski. Und damit würde ich sagen, auf ein weiteres Mal in die Kalendersimulation und wir sehen uns zum Ende der Saison wieder. Eine weitere Saison mit Werder Bremen endet. 71er Manager Rating, muss ich mir Sorgen machen? Nein, ich muss mir keine Sorgen machen. Vierter Platz sind wir also am Ende geworden. 55 Punkte geholt, leider nicht mehr vor Köln gelandet, aber immerhin für die Champions League qualifiziert, auch wenn es wieder mal nur relativ knapp ist. 22 Millionen Budget am Ende sogar noch. Die Mannschaft sieht zum Abschluss dieser Saison folgendermaßen aus. Hat sich mal wieder ein bisschen was bei den Ratings getan. Wir gehen immer mehr und mehr Richtung Champions League Sieg. Ich weiß nicht, wann wir das Ganze packen werden. Wir sind jetzt in der vierten Saison. Oh, Verträge laufen aus. Muss ich mal unbedingt verlängern. Wir sind jetzt in der dritten Saison. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob es die vierte schätze ich mal nicht, fünfte, sechste wird, also ich denke mal in dem Bereich ungefähr werden wir uns befinden, so zum Ende der Karriere, fünfte, sechste Saison sollten, denke ich mal, die letzten dieser Karriere sein und damit würde ich sagen, auf in Saison Nummer 4. So, die vierte Saison, wollen wir mal schauen, Mannschaft kennen wir ja bereits, wir haben ein Transferbudget von 42 Millionen, das ist in Ordnung, das ist super, damit kann man bestimmt arbeiten, also besser als auf alle Fälle in den vergangenen Saisons. Tatsächlich verlangt der Vorstand von uns, was die Erfolge angeht, einiges, wir sollen das DFB-Pokal-Halbfinale erreichen, wir sollen Ligameister werden und wir sollen das Champions League Halbfinale erreichen. Mal gucken, was wir davon alles so schaffen werden. Der erste Verkauf der vierten Saison, 30 Millionen Euro bekommen wir vom FC Burnley für Joe Gomez bezahlt. Auch Salih Özcan verlässt Werder Bremen für 13,5 Millionen Euro. War halt nicht gerade der beste Transfer von uns, muss ich zugeben. Wir haben unsere neuen Rechtsverteidiger gefunden aufgrund von einer sehr, sehr niedrigen Ausstiegsklausel von gerade mal 46 Millionen Euro. Holen wir Nelson Semedo vom FC Barcelona mit einem 86er Rating nochmal ein richtig gutes Upgrade. Außerdem kommt Rolando Mandragora für das zentrale Mittelfeld, hat ein 80er Rating, 85er Potenzial oder glaube ich sogar mehr, kommt gerade mal für 17 Millionen Euro und ist, denke ich mal, nochmal eine gute Verstärkung für die Breite. 70 Millionen Euro für Ndiaye Diétio bezahlt West Ham United. Und das ist krass. 70 Millionen Euro für einen Stürmer mit einem 37 Millionen Euro Marktwert, der gerade mal ein 83er Rating hat. Stoke City ist sogar tatsächlich bereit, 81 Millionen Euro für Ndiaye Diétio zu bezahlen. Mal gucken, wer da eher das Rennen machen wird. Ich hoffe ja Stoke. Der Satz für Diétio ist gefunden und er heißt Lautaro Martinez. 50 Millionen Euro für Issa Diop, das bezahlt tatsächlich Manchester United. Und auch Florian Neuhaus verlässt die Weser für 36,6 Millionen, geht es zu Spartak Moskau. Ich hoffe mal wirklich, dass der Transfer durchgeht, weil wir haben nur noch 2 Stunden bis Ende des Deadline Days. Das ist einfach dann in der nächsten Transferphase passiert. Denn so wie hier ist der Transfer von Issa Diop zu United dann leider doch nichts geworden. Damit endet also mal wieder eine weitere Sommertransferphase. Die Mannschaft verbessert sich immer weiter und weiter. Jetzt also das schlechteste Rating, eine 82 von Mamana oder auch von Awa. Deswegen, da müssen wir nochmal gucken, dass wir die Position irgendwie ein bisschen noch besser hinbekommen. Aber ich denke mal, diese Mannschaft kann auf alle Fälle in der Champions League einiges reißen und hoffentlich dann auch in der Bundesliga vielleicht einen guten Platz erreichen. Wir sind auch mit Real Madrid in der Champions League Gruppe. Ja, mehr Glück geht eigentlich gar nicht. Wir springen rein in die Kalendersimulation auf zum Januar 2021. 2021, Januar. Wir schauen rein in das Ganze. Wir haben ein Manager-Rating von 87. Letztes Spiel verloren. Okay, gut. Manager-Rating sagt wie immer, glaube ich, vieles aus, denn... Ja gut, ich meine, der Vorstand wollte zwar von uns, dass wir Meister werden. Ja, okay. Also in der Theorie, jetzt mal Real Talk. Wir sind nicht weit weg vom dritten Platz. Wir sind 5 Punkte weg davon, aber an sich ist das schon eine Enttäuschung, dass wir so eine gute Mannschaft haben, Ligameister werden sollen und jetzt plötzlich Zehnter sind. Im Pokal auch im Achtelfinale 3:0 gegen Union Berlin ausgeschieden. Ne? Und in der Champions League immerhin weitergekommen in der Gruppe mit Real Madrid. Also das muss ich immer ehrlich sagen, ist immerhin so ein kleiner Wermutstropfen. Wir sind Zweiter geworden in der Gruppe, sogar punktgleich. Also das kann man auf alle Fälle stehen lassen. So. Die Mannschaft sieht folgendermaßen aus. Ja, formmäßig sieht das Ganze nicht wirklich gut aus, aber...
sonst an sich würde ich mal sagen, geht es auf alle Fälle klar. Wir haben halt gerade keinen Stürmer, weil Arp und Martinez beide verletzt sind. Ja, den Arp hat es aber ganz schön hart erwischt. 3 Monate Ausfall mit dem Kreuzbandriss. Aua. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ab diesem Zeitpunkt hier ist meine Audio in dieser Sprint to Glory hier ziemlich übersteuert. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Ich habe versucht, das Ganze so quasi erträglich wie möglich zu machen. Also man kann es sich angucken, man kann es sich anhören, man bekommt aber keinen Tinnitus. Es hört sich natürlich nicht so gut an wie die normale Qualität. Zum Ende des Videos aber wieder normale Qualität. Ich hoffe aber, dass ihr die nächsten 10 Minuten irgendwie überleben könnt. So. 50 Millionen Euro für Mamana bezahlt der FC Everton. Und damit könnte es vielleicht nochmal interessant werden hier in dieser Transferphase. Da haben wir auch schon den Ersatz für Mamana gefunden mit Daniele Rugani. 45 Millionen kostet der gute Mann. 86er Rating hat er, also nochmal 3 Ratings besser als Mamana. Eine alte Legende dieses Kanals kommt zurück. Emre Mor. Die FIFA 16 Zeiten, die EM. Der gehypteste Spieler aller Zeiten, der türkische Lionel Messi, 23 Jahre alt, 81er Rating. Wir ziehen die Freigabesumme von 21,8 Millionen und holen Emre Mor zu Werder Bremen. Außerdem kommt, nochmal um die Breite so ein bisschen zu verstärken, Sergio Olabe del Arco. Nie gehört, nie gesehen. Ist wahrscheinlich ein Regen, schätze ich mal. Stürmer, 21 Jahre alt, scheint nicht schlecht zu sein und den holen wir halt jetzt einfach mal. Das war's dann auch wieder mit der Wintertransferphase 2021. Dann wollen wir mal schauen. Die Hinrunde war ja nicht gerade die beste. 9. Platz derzeit. Die Mannschaft kann auf alle Fälle mehr. Die Mannschaft könnte am Ende auf alle Fälle einen Champions-League-Platz erreichen. Aber ob sie das Ganze packen, das werden wir jetzt herausfinden. Ich würde mal sagen, auf zum Juni 2021. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann wollen wir mal schauen. Juni 2021. Wo stehen wir am Ende? Ich schätze ja wirklich, dass wir am Ende den Champions-League-Platz erreicht haben. 2-0 letztes Spiel gegen Frankfurt, Manager-Rating 70, aber wir kennen das Manager-Rating mittlerweile. Wir sind Zweiter geworden, starke Leistung. 7 Punkte am Ende Abstand auf den Tabellenersten, also die Rückrunde war auf alle Fälle verdammt krass. Und wir sehen, Borussia Dortmund steigt einfach mal ab auf 17. Den Pokal hat der erste FC Köln gewonnen und in der Champions League sind wir wahrscheinlich, ja, immerhin bis zum Viertelfinale gekommen. Und Chelsea, die uns geschlagen haben, stehen jetzt auch immerhin im Finale, also wenigstens nicht das schlechteste Feeling. Damit endet also auch die 4. Saison. Die Mannschaft sieht folgendermaßen aus. Einige Verletzungen gibt es eigentlich wie immer. Man kennt ja mittlerweile auch die Kalendersimulationen. Da kommt man eigentlich nie ohne irgendeine Verletzung rum. Sieht auf alle Fälle stark aus. Sieht richtig, richtig stark aus. Vielleicht wird ja die nächste Saison vielleicht die letzte werden. Das werden wir herausfinden. Auf in die nächste Saison und damit Saison Nummer 5. Sind wir also die 5. Saison mit einem Transferbudget von fast 50 Millionen Euro. Jetzt sind die Ziele echt verdammt hoch. Also jetzt erwartet man von uns auch quasi, dass diese Saison vielleicht die letzte wird. Wir sollen Ligameister werden, wir sollen Pokalsieger werden und wir sollen das Champions League Finale erreichen. Wir starten in Saison Nummer 5 mit einem 100 Millionen Euro Verkauf. Carles Alenia wechselt für 100 Millionen Euro zu Manchester City und Pep Guardiola. Ich hasse den FIFA 18 Karrieremodus. Vielleicht klappt dieser Transfer ja. 70 Millionen Euro für Mikel Oyarzabal von RB Leipzig. Ich weiß nicht, im Endeffekt würde ich sagen, war er ein Fehleinkauf, weil er sich bei uns halt irgendwie kaum entwickelt hat. Ich glaube, er hat sich sogar bei uns gar nicht entwickelt. Die Transferphase geht munter weiter. 110 Millionen Euro für Jonathan Tah von Paris Saint-Germain. Euer Sabalsersatz ist billiger, hat deutlich mehr Ratings und das ist dieser gute Mann hier, Leon Bailey. 57,9 Millionen, wir profitieren von der Freigabesumme. Der hat ein 89er Rating mit 23 Jahren. Ich sage einfach mal gar nichts dazu, das ist einfach total nervig geworden. Es ist total nervig, du hast 200 Millionen Verkäufe und beide klappen einfach nicht, weil der FIFA 18 Karrieremodus eine Behinderung hat. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. 120 Millionen Euro zahlt nicht Paris Saint-Germain, sondern der FC Everton. Anstelle von Jonathan Tah holen wir den besten Innenverteidiger, den es wahrscheinlich gerade im FIFA 18 Karrieremodus zu finden gibt. Wir holen Raphael Varane und der gute Mann hat einfach mal ein 91er Rating. Ja, unser Backup-Stürmer Jan-Fiete Arp geht auch einfach mal gut und gerne für 50 Millionen Euro zum BVB. Auch nicht schlecht. 100 Millionen Euro für Amin Harit, die kommen vom FC Barcelona. Ach, der nächste 100 Millionen Verkauf, das läuft auf alle Fälle. Also das könnte echt wirklich die letzte Saison werden. Jetzt zahlt auch noch Manchester United 85 Millionen für Aua, das ist echt der absolute Wahnsinn. Und anstelle von Amin Harit holen wir niemand Geringeres als Mohamed fucking Salah. Anstelle von Aua bedienen wir uns bei einem direkten Konkurrenten aus der Liga mit dem BVB und holen Mahmoud Dahoud mit einem 87er Rating zu Werder Bremen. Und zu guter Letzt dann auch noch ein neues Backup für die Stürmerposition mit Brelem Bolo von RB Leipzig. Das war's dann mit der Transferphase. 805 Millionen Euro wurden am Deadline Day ausgegeben. Die Mannschaft sieht zu
zum Ende der Transferphase folgendermaßen aus. Einfach nur anders, kann ich da nur sagen. Wir springen jetzt also rein in die Kalendersimulation, haben vielleicht sogar mal eine einfache Champions-League-Gruppe erwischt mit Liverpool, mit Galatasaray und Olympique Lyon. Vielleicht können wir da ja tatsächlich Erster werden. Wir gehen rein in die Kalendersimulation auf zum Januar 2022. Jetzt bin ich aber mal verdammt gespannt. Januar 2022, wie sieht es aus? 84er Manager-Rating und in der Bundesliga-Tabelle sind wir Erster. Jawohl, 34 Punkte aus 16 Spielen vor den Bayern, vor Leipzig, Leverkusen und so weiter. Das sieht mir auch, um ehrlich zu sein, echt mal nach einer Saison aus, wo nicht unbedingt nur irgendwelche kleinen Vereine ganz oben sind. Im Pokal ebenfalls noch drinne, da geht es im Viertelfinale ran gegen Union Berlin. Und ich denke mal auch in der Champions League sollten wir in der K.O.-Phase sein. So sieht es aus, Achtelfinale und da geht es ran gegen Zenit St. Petersburg. Und das heißt, wir sind in unserer Gruppe easy Erster geworden. Diese Mannschaft ist einfach nur absolut anders. Bailey mittlerweile mit einem 90er Rating, Varane sogar nochmal mit 28 Jahren auf ein 92er Rating gestiegen, Rugani mit einer 87, Dahoud mit einer 87, Ceballos 85, Martin ist vorne mit einer 86 und auch die Bank und die Reserve kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Ja, die Wintertransferphase, relativ überschaubar gewesen, keine Angebote reinbekommen, nur irgendwelche Leihangebote, die halt nicht wirklich interessant sind für uns. Ja, Spieler des Monats, niemand geringeres als Mohamed Salah geworden, auch nicht schlecht. Wir gehen also jetzt rein, ja, nicht hier rein, sondern in den Kalender und simulieren. Bis zum Ende der Saison. Ich bin gespannt, Leute. Also ich habe hier echt Vertrauen, dass wir vielleicht sogar das Triple holen können. Ich würde mal sagen, auf zum Juni bzw. zum Mai 2022. Wenn mich meine Augen nicht täuschen, dann habe ich da gerade das Champions League Halbfinale gesehen und auch das DFB-Pokal Halbfinale. Und jetzt die Frage, die sich stellt. Also ein Finale ist schon mal safe. Ein Finale ist schon mal safe, aber welches? Es könnte das DFB-Pokalfinale sein. Oder das Champions League Finale. Und das erfahren wir in 3, 2, 1 und rüber. Es sind tatsächlich beide Finals. DFB-Pokalfinale und Champions League Finale. Das eine gegen Leverkusen, das andere gegen Manchester City. Also das ist echt der absolute Wahnsinn. Diese Mannschaft ist echt der absolute Wahnsinn. Das Einzige, was mich jetzt hier nur ein bisschen stört, ist, dass die Finals einfach mal 2 Tage Pause haben, ja. Klasse. Super Ding. EA Sports, wie immer, total toller Kalender hier. Super. Hätte man nicht besser legen können. Also echt, Riesenrespekt vor dieser Mannschaft hier. Wir schauen uns erstmal vorher die Wettbewerbe an. Im Pokal also, wir haben uns gegen Union mit 2:1 durchgesetzt, mit 1:0 gegen Darmstadt und stehen dadurch im Pokalfinale. Jetzt der Blick auf die Liga und diese haben wir tatsächlich gewonnen. 14 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München haben wir am Ende dieser Saison und sind damit schon tatsächlich Meister geworden. Und es könnte tatsächlich die Triple-Saison werden. Das ist echt krank. Das ist krank, Leute. Das ist der absolute Wahnsinn. In der Champions League haben wir uns gegen Zenit St. Petersburg knapp mit 3:2 durchgesetzt, dann gegen Real Madrid 2:0 gewonnen und im Halbfinale ebenfalls mit 3:2 gegen den FC Barcelona durchgesetzt. Und jetzt stehen wir also da, kurz vorm Triple. Und kurz vorm Ende dieser Sprint to Glory. Und kurz vorm Champions League Sieg. Hoffentlich irgendwie. Vorher dann noch aber mal Pokalfinale gegen Bayer 04 Leverkusen. Wir sollten eigentlich von der Mannschaft her besser sein, aber Leverkusen hat auf alle Fälle auch eine gute Mannschaft. Vor allen Dingen viele Talente. Auch einige Spieler von uns gekauft, so wie Upamecano oder auch Rashica. Die beide in der Startformation stehen. Salah mit dem 1:0. 39. Minute. Martin ist mit dem 2:0. Und dabei bleibt es auch. Wir hätten schon mal das Double gewonnen, aber wir wollen natürlich mehr. Wir wollen den Henkelpot und wir wollen das Triple. Leider müssen wir jetzt hier mit einer halbfitten Mannschaft und vor allen Dingen ohne Leon Bailey in dieses Champions League Finale reingehen. Bittere Pille, aber ich denke mal, die Mannschaft hat es wahrscheinlich auch vorher schon geschafft, ohne Leon Bailey Titel zu gewinnen, Spiele zu gewinnen, ins Champions League Finale einzuziehen. Warum sollten sie es denn nicht auch ohne Leon Bailey gewinnen? Als zweite deutsche Mannschaft der Historie nach dem FC Bayern München 2013 wollen wir also dieses Champions League Finale gewinnen und als Nummer 2, 9 Jahre nach dem FC Bayern 2013, das Triple als zweite deutsche Mannschaft gewinnen. Ich würde mal sagen, wir verlieren nicht allzu viel Zeit, denn mittlerweile bin ich auch schon über 5 Stunden in dieser Karriere drin und ich kann diese Karriere gefühlt schon gar nicht mehr sehen. Deswegen starten wir einfach mal rein in das Ganze. Gegen Manchester City geht es ran. Ich bin echt gespannt und habe schon so ein bisschen Angst. Also City hat schon von Anfang an krasse Spieler, die haben aber noch so ein Mega-Potenzial, so ein Bernardo Silva, Leroy Sané, Gabriel Jesus und wie sie nicht alle heißen, Raheem Sterling, da kann ich schon gar nicht mehr reden, also
Ich bin echt gespannt, wie diese Spieler, die haben sich wahrscheinlich alle schon auf ein 90er Rating entwickelt. Und ich habe mir sagen lassen, City kauft auch gerne mal Spieler ein. Deswegen, die werden wahrscheinlich auch noch einiges dazu gekauft haben. Aber wir gehen mit Herzen das Ganze rein. Also quasi Geld gegen Herzensverein hier Werder Bremen gegen Manchester City im Champions League Finale in der Amsterdam Arena. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in das Ganze. Los geht's. Da sind wir also. Champions League Finale in der 5. Saison mit Werder Bremen. Es geht ran gegen Manchester City. Wir haben die Meisterschaft gewonnen. Wir haben den Pokal gewonnen. Jetzt also nur noch der Henkelpott vor uns. Und dafür müssen wir irgendwie diese Mannschaft schlagen. Müssen wir irgendwie Manchester City besiegen. Das wird, denke ich mal, einfacher. Das ist einfacher gesagt als getan, so. Ich würde mal sagen, wir sparen uns einfach mal das Ganze drumherum. Unsere Mannschaft ohne einen der besten Spieler, Leon Bailey auf dem linken Flügel. Wenn ich die Statistiken richtig gesehen habe, dann ist es unser bester Torschütze in der Champions League. Also, das ist schon ganz schön bitter. Und jetzt die Mannschaft von City mit Suso, Brandt, Hisai und Alderweireld und Ali auf der Bank. Und ja, eine Startelf. Ich glaube, ich muss dazu relativ wenig sagen. De Bruyne, Eriksen, De Vrij, Koulibaly. Dann noch vorne Sané, Jesus und Bernardo Silva. Alle wahrscheinlich mit 90er Ratings am rumlaufen. Und gegen diese Mannschaft müssen wir jetzt irgendwie gewinnen, um das Triple perfekt zu machen. Ich würde mal sagen, wir starten rein in das Ganze. 1000%ige Konzentration und wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Los geht's. Oh, City macht weiter Druck. City macht weiter Druck. Oh, wie kann denn Sané da noch am Ball bleiben? Nein. Oh, einfach total schlecht verteidigt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach miserabel verteidigt. Das haben wir uns selber eingebrockt. Also, wie kann Sané denn da bitte gegen zwei Mann sich so easy durchsetzen? Geht absolut klar. Geht absolut klar, dass City hier in Führung geht, weil wir einfach total scheiße verteidigt haben. Also, das kannst du doch nicht machen. Hier, ein, zwei Mann da gegen, ja, Sané, der setzt sich da durch. Vorher noch gegen einen anderen und dann der Ball in die Mitte. Da stehen auch vier Leute vor De Bruyne. Keiner fühlt sich da irgendwie berufen dazu, den Ball irgendwie zu bekommen. Deswegen liegen wir jetzt eins zu hinten. Ja, scheiße. Auf gut Deutsch gesagt, einfach nur scheiße. Komm schon, das ist schön gespielt. Das ist super gespielt, das ist super gespielt, das ist super gespielt! Komm, mach ihn rein! Mach ihn rein, Junge, ja! 36. Minute, Richarlison, der Ersatz für Leon Bailey, haut die Kiste rein. Boah, ist das wichtig. City dominiert, aber wir kommen mit so einem Angriff wieder rein in die Partie. Das ist gut gespielt. Kebayas läuft sich frei und dann ist Richarlison zur Stelle, um den Abstauber auch reinzumachen. Meine Güte. Wir lassen uns gerade echt von City vorführen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Vor allen Dingen hinten spielen wir es einfach nicht gut. Da ist City teilweise mit zwei, drei Mann und die kommen an 5, 6 von uns vorbei, so gefühlt. Deswegen hinten auf alle Fälle mehr Konzentration und vorne solche Dinger eben nutzen, wenn wir sie haben. Wichtiger Ballgewinn. Und jetzt mal Richarlison, komm. Tempo, Tempo, Tempo. Auf Martinez. Durch die Lücke gespielt. Lautaro Martinez, Junge! 43. Minute und wir drehen das Spiel. 43. Minute und Lautaro Martinez. Richarlison wird hier der absolute Man of the Match. Erster Abstauber zum ersten und jetzt die Vorlage zum zweiten. Lautaro Martinez mit der Führung und Werder Bremen führt hier mit 2:1. Durch die Lücke gespielt in Perfektion. De Vrij und Koulibaly, beide neu geholt aus Italien, können da nicht viel gegen Martinez anrichten. Und der dann eben eiskalt vor dem Tor vor Ederson mit dem 2:1 und seinem ersten Champions League-Tor. Also man merkt schon, Leon Bailey fehlt hier auf alle Fälle. Erste Halbzeit vorbei im Champions League-Finale. Wir führen mit 2:1. City war über weite Teile dieser Halbzeit komplett total dominant. Aber dann kamen wir eben ja vielleicht zweimal gefährlich von dreimal vors Tor und machen zwei Tore rein. Also das ist eine Qualität, die kann sich auf alle Fälle sehen lassen. Dennoch habe ich mich in manchen Momenten aber so gefühlt, als hätte meine Mannschaft absolut Angst vor City, weil da teilweise so Dinger kamen. Ich meine, unsere Spieler haben auch mittlerweile Ratings, die können sich sehen lassen. 87er Ratings im Mittelfeld und die können da keine Pässe spielen. So. Deswegen, hoffentlich wird das Ganze jetzt besser. Hoffentlich können wir die Führung hier verteidigen bis zum Ende der Partie. Am besten noch ein, zwei Dinger machen, damit die Sicherheit da ist und dann einfach das Ding gewinnen, aber ja, Champions League Finale, City, einfach, geht glaube ich nicht. Deswegen müssen wir wahrscheinlich bis zum Ende zittern, aber da bin ich auch bereit zu. Oh, das ist wieder Sané, das ist wieder Sané, oh, das ist wieder Sané, nein, 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 oh, davor wichtig, 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 wichtig. Ganz, ganz wichtig, jetzt ist Eriksen da, Eriksen, Eriksen, oh Junge, Lafor, ganz, ganz wichtige Parade. Lenia, Ceballos, Richarlison, komm, das ist gut gespielt, nein, das gibt es nicht. Boah, was ein Ballgewinn von Ceballos. Was ein Ballgewinn von Ceballos. Jetzt Salah. Salah. Oh, was tue ich da? Nein. Oh mein Gott.
sollte aufhören, Tasten zu benutzen, die ich normalerweise nie benutze. Das könnte jetzt gefährlich werden. Das könnte die Quittung geben. Oh, Semedo, ich krieg Sané nicht gestoppt. Ich krieg diesen Sané einfach nicht gestoppt. Ey, hallo? Junge, du kannst dich doch nicht... Hallo? Oh, was war das? Nein, nein, das Tor steht frei. Was passiert hier gerade? Hallo? Digga, was war das gerade? Da hat sich sogar noch ein Spieler verletzt in der Massenorgie. Alter, was war das bitte? Das muss ich mir gleich im Replay angucken. Es ist Michelin, der sich da... Oh Gott, ich habe keinen Linksverteidiger mehr auf der Bank. Was zum Teufel ist hier gerade eigentlich abgegangen? Wir schauen uns das Ganze mal im Replay an. Also hier kam der Ball. Dann fliegt der eine da auf den anderen drauf. Und dann liegt der andere noch auf dem Boden. Und dann auch noch der Keeper und Rugani. Und alle liegen einfach auf dem Boden so. Das ist der absolute Wahnsinn. Oh, das war gut, das war gut. Das war saugut gespielt. Das war saugut gespielt. Wir müssen dann wieder den Ball kommen. Oh mein Gott, was? Nein, was war das denn für ein Tor? Oh mein Gott. Kevin De Bruyne. Ich pack's nicht. Der ist reingegangen. Der ist reingegangen. Was war das für ein Schuss? Nein. Ach du heilige Scheiße. Der ist für eine Sekunde, nicht mal eine halbe, der ist für eine halbe Sekunde im Tor. Und der springt sofort wieder raus. Ich kann's nicht glauben. Kannst nicht glauben. Das ist Qualität. Dieses Tor war die Qualität eines Kevin De Bruyne. Mal in Form eines Tors präsentiert. Das ist echt krank. Also, der Ball geht nach einer halben Sekunde direkt wieder raus. Und wir kassieren trotzdem das Tor. Alter. Nee, das kann nicht sein. Komm schon, jetzt kontern, kontern. Komm schon, komm schon. Unten, unten. Unten steht er noch frei. Komm, 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 Richarlison. Komm, komm, komm. Push dich, push dich, push dich, Junge. Ja. 82. Minute, Richarlison, du Held. Richarlison, du Held. Wann kam der? Zweite Saison, glaube ich, kam der. Da haben wir zwei neue Flügel geholt. Harit mittlerweile verkauft, aber Richarlison ist von diesem Zeitpunkt bis jetzt geblieben als Backup für den linken Flügel und er zeigt, was er kann. Zwei Tore, eine... Ja, zwei Tore? Zwei Tore, eine Vorlage, so sieht's aus. Drittes Champions-League-Tor mittlerweile und wir gehen wieder in Führung, weil City alles nach vorne wirft, einen Verteidiger hat und wir mit 1:3 das Ganze perfekt auskontern. Pfeif einfach ab und es ist vorbei, Leute. Es ist vorbei. Werder Bremen ist Champions-League-Sieger, Triple-Sieger, der zweite in der Historie, der zweite deutsche Verein, der es schaffen konnte, nach dem FC Bayern München, also 9 Jahre später. Kraxelt sich Werder Bremen nicht nur zurück an die Spitze Europas, gehört wieder zur Elite, sondern ist tatsächlich auch Champions League-Sieger. Richarlison, du absolute Legende. 2 Tore, eine Vorlage, der Ersatz für Leon Bailey, für den wahrscheinlich stärksten Spieler, der ausfallen musste, beziehungsweise eben nicht spielen konnte, weil er ausgefallen ist. Jetzt also Richarlison, der absolute Held von dem Ganzen hier, also... Da fehlen mir echt die Worte. Richarlison, du absoluter Held, du absolute Legende. Der erste Tag der Sprint-to-Glory-Woche endet damit. Wir haben es geschafft, Werder Bremen zum Champions-League-Sieg zu bringen. 5 Jahre, in denen wir jedes Mal aufs Neue uns gesteigert haben. Jetzt also auf der Spitze des Eisbergs mit dem Champions-League-Pokal. Wir haben es geschafft, Champions-League-Sieger, hurra. Das werde ich noch 7 Mal diese Woche sehen. Yeah, ich freue mich total drauf. Wahrscheinlich mit dem FC Basel die schwierigste Sprint to Glory von allen, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube, Beşiktaş wird auch nochmal interessant werden und auch Olympique Marseille wird, denke ich mal, eine Herausforderung werden. Aber mit dem Transferbudget und so weiter ist Werder Bremen schon eine der schwierigeren Sprint to Glories in dieser Woche. Morgen geht es weiter, da geht es nach Frankreich in die Ligue 1 zu Olympique Marseille. Der zweite Tag eben die zweite Sprint to Glory der Woche. Mit Olympique Marseille das Ganze, morgen 14 Uhr, nicht verpassen, einschalten. Sprint to Glory mit Olympique Marseille und ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Hoffe ihr schmeißt einen Daumen nach oben rein, ihr vergewaltigt den Like-Button für das Video hier, für die Sprint to Glory mit Werder Bremen. Wenn ihr nur auf dem Kanal seid, könnt ihr sehr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts weiteres mehr zu verpassen. Ich verabschiede mich, bin absolut am Ende und ja, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.